Wer vor 2 Jahren nicht komplett hinterm Mond gelebt hat, hat den Hype um die koreanische Netflix-Serie Squid Game mitbekommen. Squid Game. Squid Game. Squid Game. Squid Game is now its biggest original series launch in the company's history. Wegen des weltweiten Erfolgs der Serie dauerte es nicht lange an, bis eine 2. Staffel angekündigt wurde. Und ich darf euch jetzt endlich mitteilen, dass ich eine Rolle bei Squid Game 2 übernehmen durfte. Wie das alles zustande gekommen ist und wie es beim Set aussah, nach dem Intro. Ich freue mich. Falls ihr meine Videos feiert und mich supporten wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Pro Abonnent spende ich 10 Cent an eine Hilfsorganisation. Am Anfang des Monats werden die Abos dann gezählt und der gespendete Betrag im Community-Tab gepostet. Aber Moment mal, wie ist das alles überhaupt zustande gekommen? Vor ein paar Monaten hat mein Management folgende Mail bekommen. Lieber Zeldix, ich hoffe, diese Mail findet dich in bester Gesundheit und guter Stimmung. Es ist mir eine außerordentliche Freude, dir mitteilen zu dürfen, dass du eine fantastische Gelegenheit erhalten hast, eine Nebenrolle in der heiß ersehnten Squid Game 2 Staffel zu spielen. Und wir dachten natürlich zuerst, das ist safe fake. Das hört sich so an, als wäre das 10-mal durch Google übersetzt und ChatGPT gegangen, aber nach ein paar Telefonaten war schnell klar, es ist nicht fake. Squid Game hat tatsächlich einige asiatische YouTuber aus aller Welt eingeladen, um bei Squid Game 2 mitzumachen. Natürlich habe ich nicht lange überlegt und direkt zugesagt und schon ging es vor einigen Wochen nach Seoul. Leute, es ist soweit. Seoul in Chon. Squid Game, ich komme. Nach dem Flug hat mich Melissa, die ihr vielleicht noch von den Korea-Videos kennt, abgeholt und wir waren lecker Korean Barbecue essen. Ey Leute, ich laufe hier schon seit 20 Minuten rum, ich finde irgendwie den Weg nicht. In Korea sieht irgendwie alles gleich aus. Excuse me, can you speak English? No, no English. G7 Hotel. G7 Hotel? 여기서 오른쪽 갔다가 왼쪽 가야 되나? 그, 아, GS25? 그, 편의점. Convenience Store. No, 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 just... Okay, thank you. It's okay. Ach, Leute. Ich bin angekommen. Muss sagen, schon ein bisschen kaputt. Bin echt übelst aufgeregt. Ich werde jetzt auf jeden Fall schlafen gehen und dann noch ein bisschen von Seoul was sehen. Und dann geht's los. Am nächsten Tag war ich noch mehr essen. Leute, mein favorite Essen in Seoul, Dak Galbi. Bam, zack. Und hab noch Seoul angeschaut. Ich bin relativ früh schlafen gegangen, denn der Drehtag am nächsten Tag fing schon sehr früh an. Um solche riesen Netflix-Projekte wie Squid Game durchziehen zu können, braucht man ja unheimlich viel Planung und Übersicht. Ich stelle mir das unnormal schwer vor, denn alleine bei meinen ganzen YouTube-Projekten, verbunden mit den ganzen Ein- und Ausgaben im Monat, kam ich schon oft in der Vergangenheit durcheinander. Und habe mich auch oft in der Vergangenheit überschätzt, dass ich dann am Ende ins Minus gegangen bin. Aber um solche Probleme zu vermeiden, gibt es ja zum Glück Finanzguru. Und bevor ihr jetzt skippt, weil ihr euch denkt, ich bin eh Schüler oder ich bin eh Student, ich habe eh noch nicht so viel Geld auf dem Konto, ihr denkt, ihr macht das schon, gebt mir eine Minute, hört mir erstmal zu, es schadet nicht, denn die App ist komplett kostenlos und ihr könnt sogar noch was abstauben. Mit Finanzguru erhältst du einen perfekten Überblick über deine ganzen Finanzen. Du kannst deine ganzen Konten verbinden, alle Einnahmen und Ausgaben werden automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Deine ganzen Verträge werden sogar angezeigt und können sogar per Fingertipp rechtssicher über die App gekündigt werden. Du wirst also durch diese ganzen Funktionen sehr schnell in der App sehen, was du im Monat wirklich an Kosten hast und dann zum Beispiel filtern, welche Abos du brauchst und welche nicht. Und dann weg damit. Außerdem hilft dir die App mit individuellen Spartipps, deine Finanzen im Blick zu behalten. Jetzt kriegt ihr was komplett for free. Bitte nutzt es aus, es schadet nicht. Es hilft euch nur. Mit dem Code Zeltix3 kann Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos genutzt werden. Und damit können weitere Features genutzt werden, um eure Finanzen tiefer zu analysieren. Zum Beispiel das frei verfügbare Einkommen. Damit könnt ihr sehen, wie viel Geld ihr noch bis zum nächsten Gehaltseingang zur Verfügung habt, damit ihr nicht am Ende ins Minus geht. Es gibt außerdem smarte Budgetvorschläge. Zum Beispiel für Lebensmittel, Shopping, Tanken kann man sich Budgets setzen, damit man alles im Überblick hat. Also Leute, wenn ihr wirklich mal euer Geld unter Kontrolle haben wollt, Übersicht haben wollt, dann holt euch Finanzguru. Es kostet gar nichts. Danke an der Stelle fürs Sponsoren von diesem Video. Wir machen weiter. 안녕하세요. 안녕하세요. Sorry? I can't speak Korean. I'm from Germany, that's why. Germany? Yes, Germany. Oh. Yes, you like Germany? Beer. Sausage. Yes, it's beer. How was your flight? It was okay, it's fine. How many hours? 11, 12, like that, yes. Are you okay? I'm very fine, it's alright. I'm a little bit excited to be honest. But Korea also, I love Seoul. I love the food, I love Korean people. Well, have you tried tteokbokki? Yes, it's so delicious, right? Yes. Angekommen beim Set durfte ich direkt zur Maske. Okay Leute, ich werde hier gerade gestylt. Das ist so professionell, alles zwei hier extra für mich gefühlt. Oh, earring. Oh.
Heute ist mehr so Fotostudio-Tag. Also wie ihr sehen könnt, Widescreen und sowas für die ganzen Fotos. Ich habe auch echt gehofft, dass ich heute ein paar so Hauptdarsteller sehe. Zum Beispiel den Hauptcharakter. Aber leider ist das nicht möglich. Ich habe die Produzenten auch gefragt, ob das so 100% safe ist, dass ich auch da drin bin. Aber leider, ne, können sie nichts versprechen. Das ist bei Filmproduktionen einfach so, es dauert alles ein bisschen länger. Und man weiß nicht, ob man so jede Szene mit reinbringt. Das ist voll normal, aber wir hoffen natürlich, ne? Ich hätte euch so, so gerne noch die größeren Sets gezeigt, weil das war nochmal so Next Level. Wirklich Netflix-Produktion. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich darf nicht viel dazu sagen, außer dass es big war. Deswegen konnte ich legit nur dieses Fotostudio und diese Chill-Area filmen. Ich hätte auch gedacht, gerade bei den Pausen wird es so eine richtige Masse, wie so eine Cafeteria, so übelst viele Menschen auf einem Fleck. Aber sie haben einfach Gruppen eingeteilt. Deswegen seht ihr auch immer so die gleichen Gesichter. Und es gab halt verschiedene Areas, wo dann auch nochmal mit diesen Gruppen gefilmt wurde, einzelne Sachen geshootet worden sind und so einfach für mehr Struktur. Das fand ich sehr krass, weil die echt viel Platz haben. Wisst ihr, was ich auch übel lustig finde? Viele Leute, die in diesen roten Kostümen sind, sind gar keine Asiaten. Das ist Emre. Can you say something in Turkish for my German viewer? Ben sizi seviyorum. Okay Leute, wir haben jetzt eine kleine Pause. Ich darf ein bisschen filmen. Die Leute sind hier am Diskutieren. Wir haben hier so geile Korean Snacks. Aloe Vera en masse. Wir haben hier crunchy Schokosticks, Ramen. Die sind richtig geil. Das ist Juan. Bester Stuff. How are you? How are you? 괜찮아요? 많이 힘들죠, 지금? 괜찮은 것 같으니까. 화이팅 하세요. Ich habe kein Wort verstanden, Leute. 안녕하세요. Das ist der einzige Brit, der auch Deutsch kann. Boah, wie tot bist du? Ich kann das nicht. Er wird auch jetzt extra gepudert, weil er so sehr geschwitzt hat. Guys, how are you? Good, but exhausting. It was very exhausting. Yeah. Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt mittlerweile wieder im Hotel angekommen. Ey, es war so anstrengend, aber es war so eine krasse Erfahrung. Ihr wisst gar nicht, wie heftig das war. Ich freue mich so sehr auf den Release von Staffel 2. Ja, auf jeden Fall all in all ein sehr krasser W-Tag. Hey, 정말 너무 재미난 하루였고요. 셀틱스와 영상을 찍게 될 수 있어서 너무 영광이었습니다. 그 촬영장에 처음 온 게 안 느껴질 정도로 진짜 협조를 너무 잘해주셨고 다음에 또 뵐 수 있었으면 좋겠네요. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle nochmal für diese ganze Experience, dass ich das teilen durfte und machen durfte. Und ja, danke einfach.